oder so ein kosmischer Dingens halt, ne, von so einer Sonne, von so einer zerstörten Sonne auf die Erde zu fliegt und die Menschen dann komplett evakuieren müssen, die ganze Erde, innerhalb von 70 Jahren, glaube ich, oder 75 Jahren. Aber ich will jetzt nicht so viel spoilern, also schaut es euch selber an. Ich glaube, das werde ich verlinken, dieses Video. Hoffentlich denke ich daran. Und wenn nicht, dann tippt da bei YouTube ein, die Flucht von der Erde. Das ist wirklich, wirklich spannend. Das kann ich nur jedem empfehlen. So, eigentlich wollte ich jetzt davon erzählen, was passiert ist, aber ich glaube, ihr solltet euch das selber anschauen, weil das, ja, weil ich nicht spoilern möchte, das ist halt, ne, so. Ja, reden wir über RTL. Ach, RTL ist so scheiße. Okay, reden wir über Sat.1. Oh, Sat.1 ist so scheiße. Oh Gott. Also bei RTL, ja, Zeit, mich ein wenig aufzuregen. Bei RTL, da laufen ja solche Assi-Familien-Sendungen, ne, wo es so über eine Assi-Familie dokumentiert wird. Und da finde ich die Schauspieler total schlecht. Und außerdem finde ich sie total unlogisch. Teilweise. Wie die sprechen zum Beispiel. Huch! Oh, da war so ein Schalter drauf, okay. Jetzt wollt ihr, dass ich ein Beispiel wahrscheinlich nenne, ne? Okay, Beispiel. Ich muss mal kurz überlegen. Beispiel, Beispiel. Und zwar sagen die, ich gehe dann mal zum Essen. Ne? Also in der Regel sagt man jetzt den Namen des Restaurants zum Beispiel. Ich gehe ja mal zum Burger King, ne? Und nicht, ich gehe mal zum Essen. Oder, was gibt's noch für Beispiele? Ich möchte jetzt Fernsehen schauen. Dann sagt man eigentlich in der Regel, ich möchte jetzt, Name der Sendung einfügen, anschauen. Also ich möchte jetzt zum Beispiel Simpsons anschauen, ne? Dann sage ich nicht, ich möchte jetzt auch Fernseher anschauen. In der Regel zum Beispiel. Also natürlich gibt es auch Leute, die sowas sagen. Ich möchte jetzt Fernseher schauen und so. Aber am meisten sagt man in der Regel, ich möchte jetzt Simpsons anschauen zum Beispiel oder sowas. Und ich gehe zum Burger King oder ich gehe jetzt Fast Food essen. Also das ist wirklich blöd geskriptet, dieses Drehbuch von den Serien. Und übrigens, ach ja, fällt mir auch immer auf, dass es immer über das Thema Betrügen geht. Also über, ne, Mann betrügt Frau und so. Da geht immer dasselbe Thema. Ist mir so aufgefallen. Immer dasselbe Thema. Die nehmen immer dasselbe Thema, zum Beispiel Mann betrügt Frau. Und dann tun die es irgendwie ausschmücken. Zum Beispiel Handwerker geht irgendwie, Geht irgendwie häufig weg und dann denkt Frau, oh, der betrügt sie und so, aber in echt, da kommt kein Mensch darauf. Da denkt man immer was Gutes, aber die Leute bei RTL, die denken immer negativ, oder zumindest die Schauspieler bei dieser Serie, denken immer negativ, immer negativ. Ich geh mal zum Schwimmen, oh, Betrug. Ich geh mal zum Golf spielen, oh, Betrug. So denken die bei diesen Serien. Und immer dasselbe Thema. Also wir können wirklich einmal an die Serie schauen, zu 80% läuft immer dasselbe Thema. Immer dasselbe Thema. Betrug, Betrug, Betrug. Die Welt geht nicht ums Betrug. Ich glaube, das wird auch erklären, warum jeder Vierte oder so, oder jede zweite Ehe in Deutschland geschieden ist. Das liegt daran, weil die Leute RTL gucken und sich inspirieren lassen. Oh, das sollte ich vielleicht bei meinem Mann testen. Oh, so ein Betrüger. Ey, das langweilt mich einfach nur. Und auch das Wort, ganz ehrlich, regt mich irgendwie auch immer so auf. Ne, das sind die meisten Leute bei RTL und so, die so reden, also die reden ja meistens so ganz, ganz, ganz deutlich. Die sagen nicht, sondern ganz deutlich. So reden die irgendwie. Total bescheuert, ey, total bescheuert. Ganz ehrlich, so reden die. Immer auch häufig mit dem Wort, ganz ehrlich, fällt mir so auf. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ganz ehrlich, das geht nicht. Nee. Oder wie war das? Ich habe mal eine Serie gesehen, dass ich habe mal so ein,
Ja, ich habe mal so eine Serie gesehen oder eine Sendung bei RTL. Da haben die, glaube ich, innerhalb von 30 Sekunden 6-mal ganz ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, ganz ehrlich. Ich schaue mir den Scheiß doch nicht an, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Freut mich, dass sie so ehrlich sind. Yippie, ich bin so glücklich. Sie ist so ehrlich. Yay. Yeah. Langeweile, Langeweile. Also, das unterhält niemanden. Aber ich glaube, die Serie ist deswegen auch immer so... Ja, so, zu günstig für RTL, sag ich mal. Hallo Huhn. Und warum schalte ich nicht auf Easy? Einfach mal so. Ich will jetzt ein bisschen über RTL ein bisschen, ne? Über RTL ein bisschen diskutieren, was das für ein scheiß Sender sind. Oder ist, was das für ein scheiß Sender sind, genau. Und auch hauptsächlich wegen der Sache, dass sie einmal bei Exklusiv gesagt haben, Gamer stinken, Gamer sind voll die Assis, Gamer sind voll die asozialsten Menschen der Gesellschaft und duschen sich nicht und haben keine Freundin. Ja, natürlich denkt RTL immer an Freundin oder immer an Ehe. Man kann auch leben ohne eine Ehe, RTL, denkt mal darüber nach. Oder man kann auch leben, dass man stinkt, mir ist es auch recht. Also ich bin lieber ein stinkendes Arschloch als ein Typ, der bei RTL über Leute erzählt, die ihr Hobby halt gerne nachgehen. Aber gleich über eine Randgruppe lästern, das ist so, als würde ich zu Schwulen sagen, Schwul sind scheiße. So ist es bei RTL, die reden über Gamer, Gamer sind stinkende Arschlöcher. So denkt RTL. RTL ist wirklich scheiße. So, jetzt habe ich meine Meinung zu RTL gesagt. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt reden wir über Sat1. Nein, jetzt sind wir bei uns endlich angekommen. Juhu, juhu. Gut, dann lage ich die Sachen rein und dann mache ich mir eine Karte und dann erkunden wir ein wenig die Gegend. Diese Aufnahmesession vielleicht sogar noch. Ich muss halt noch schauen, wie viel Speicherplatz ich noch drauf habe. Oh, die Musik passt irgendwie gar nicht. Hallo Dark Tribe, Team von Siedler 4. Ja, jetzt haben wir eine Menge Mossstone und eine Menge Cobblestones. Die können wir, glaube ich, gleich braten, damit wir sie irgendwann später benutzen können. Okay, gut, dann klatsche ich jetzt da die Steine rein, die wir gesammelt haben, und mache mir eine Karte. Na, wobei, eigentlich wäre es klug, wenn ich die Erkundung im nächsten Part machen würde, weil sonst, wenn ich jetzt da losziehe... Halt nein, ich habe eine Karte, kann ja gar nicht gehen. Außer ich verliere die Karte. Das wäre ungünstig. Egal, ich mache mir jetzt erstmal einen Kompass. Dafür brauchen wir... Oh Gott, Eisen, nein, ich verschwende so ungern Eisen. Okay, es tut mir in der Seele weh, aber ich muss wieder Eisen benutzen. Ach ja, Bambus brauchen wir auch. Ich hoffe, ich habe hier irgendwo Bambus. Der Bahnbus. Ich fahre Bahn und dann mit dem Bus. Bahn, Bambus. Oh. Na, wo ist denn das Eisen? Ah, da. Verdammt, ich bin so ein blindes Fisch oder so ein blindes Hühnchen. Ja, so ein blindes Fisch sagt man, glaube ich, gar nicht. Ich bin ein blindes Fisch. So, hier ein Kompass. Jetzt müssen wir nur noch Papier herstellen. Und dafür brauchen wir Bambus. Ich könnte jetzt theoretisch zurück in die alte Welt gehen. Ich muss sowieso noch ein paar Sachen mitnehmen. Zum Beispiel den Zaubertisch könnte ich mitnehmen. Aber dann müsste ich wieder durch die Hölle auf Erden gehen mit den ganzen Gas und mit den ganzen Schleims und so. Oh Gott. Ich glaube, da suche ich lieber in der Oberwelt nach ein bisschen Papier. Gut, okay. Ich glaube, bis ich Bambus gefunden habe, muss ich... Na, wobei, das brauchen wir wirklich... Wir müssen, glaube ich, wirklich zurück in die alte Welt gehen. Anders geht es nicht. Oder was ist hier eigentlich? Oh, Zuckerrohr. Okay, wir müssen nicht in die alte Welt. Yay, yeah, ich habe so ein Glück. Also gut, ich brauche Papier. 3. Ich brauche 8 Stück. So, okay, gut. Zack, zack, zack. Und dann zack. Halt, nein, eine Uhr möchten wir nicht, sondern das hier. So, eine leere Karte.
Hä? Ah, jetzt. Okay, man muss jetzt rechts klicken, damit man die einsetzen kann. Und was ist das? Habe ich sie schon vollständig erkundet, die Landschaft? Ach echt, habe ich die schon erkundet? Aber wo ist dann... Oder ist es unsere alte Welt? Hä? Aber bei unserer alten Welt war Schnee drauf. Was ist denn das hier? Warum ist die Map jetzt so... Hilfe, wo sind wir jetzt? Huch! Die deckt sich ja von selber auf. Warum? Ich muss Wikipedia... Was zum... Ich laufe ein bisschen und dann deckt sie sich auf. Ich verstehe es nicht. Hä? Ich bin jetzt gerade irgendwie verwirrt. Kevin ist verwirrt. Kevin setzt gleich Verzweifler ein. Halt, nein. Wie heißt die Attacke? Selbstverletzen heißt die Attacke, genau. Gut, dann laufe ich mal irgendwo mal lang und schaue, dass ich irgendwie darauf komme, was das ist. Oder ist es vielleicht eine andere Karte? Kann es auch sein. Ich check's nicht. Ich schau mal in Wikipedia nach. Moment. Das mache ich jetzt auch in-screen. Gleich habe ich's. Kann jetzt ein bisschen dauern. Was? Gleich habe ich's. Kann ein bisschen dauern. Super. Okay, ich habe das Map eingegeben. Solange die Karte vom Blabla auf... Aha, Moment. Ich glaube, das mache ich offscreen. Bis gleich. Ah, jetzt verstehe ich die Karte irgendwie. Und zwar, ich sehe den Pfeil hier unten. Seht ihr den Pfeil da unten rechts? Genau. Wenn ich jetzt hier lang gehe, dann erweitert sich die Karte irgendwie automatisch. Und zwar, wenn ich die Map jetzt gleich verlasse. Hä? Ne, jetzt zeigt uns das einen Punkt an, glaube ich. Jetzt haben wir uns in einen Punkt verwandelt. Wow. Okay, gehen wir nochmal zurück. Aber wie erweitert man die Karte? Ich schau mal schnell. Bla bla bla. Darstellung einer Karte. Die meisten Blöcke. Bla bla bla. Halt, nein, das ist das Falsche. Ah, hier. Ach so, halt nein. Ach so, halt nein, ja, super. Okay, ich mach mal wieder schnell Pause und schon nach. Okay, ich habe keine Ahnung, was das jetzt irgendwie ist, aber ist ja auch egal. Ich würde jetzt da vorschlagen, ich gehe pennen und dann schauen wir uns ein bisschen die Gegend an. Natürlich werden wir auch gegen ein paar Monster kämpfen, irgendwann mal. Aber fürs Erste, möchte ich mich jetzt nicht in einem Kampf mit den Monstern verwickeln. Deswegen gehe ich vorübergehend jetzt pennen. So, gut. Ja, ihr seht, das Braune hier unten, das ist unser Haus. Das Braune ganz unten, ja. Gut, und das Orangene, oder was das so ist, die Farbe, also das, was die Farbe der Karte hat, ist dieser Weg, wo wir jetzt gerade laufen. Ich gehe jetzt mal einfach mal dort entlang und schaue nach, wie sich die Karte jetzt verhält. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in Richtung Dschungel. Und die Map deckt sich ein wenig auf. Aber wie macht man die Karte größer? Ich probiere jetzt gerade ein bisschen mit den Maustasten oben. Oh! Oh! Ich dachte schon, ich fliege in eine Schlucht rein. Das ist das Gefährliche, wenn man so eine Karte schaut, ne? Und dann ist plötzlich vor einem so eine Höhle, zum Beispiel so eine. Und man fliegt da rein, ist man gearscht. So, und jetzt schalte ich auf einfach. Ich hoffe, wir laufen keinem Creeper in die Arme. Oder in eine Höhle rein. So, jetzt haben wir die Map verlassen. Schauen wir mal, wie sie sich jetzt verhält. Und da baut sich die Map weiter auf. Und eine Klippe. Ich brauche eine Klippe, denn ich fand eine Klippe. Halt, nein, ich will dich. Oh. Hey, du hast überlebt. Boah, was für eine coole Kuh. Aber du nicht. Ja.
So wären wir geendet, wenn wir hier reingeflogen wären. Tschüss, Kuh. Ich werde dich irgendwann mal wieder sehen. Hoffe ich zumindest. Gott, die Map, die kann mich jetzt ziemlich betrügen, sag ich mal, wenn ich hier jetzt so zu weit weggehe. Junkfehler! Seht ihr die Mine da unten? Interessant. Und ja, verdammt, also ich glaube, es wäre klug, wenn ich jetzt an der Stelle... Ist es ein Dungeon? Wenn ich an der Stelle Pause machen würde und mich schlau machen würde, wie die Karte funktioniert. Also, in dem Sinne, bis zum nächsten Part. Tschüss!